Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren kleinen Horrortitel. The Devil's Root. Ja, also The Devil's Root, so heißt das Spiel. Und auch bei itch.io verfügbar, Kostenpunkt hier 2 Dollar, also jetzt schon 1,95 Euro. Ja, und das wollen wir uns hier heute mal gemeinsam anschauen. Dieses Spiel enthält blitzende Lichter. Du wurdest gewarnt. Okay. So, für uns haben wir hier die Einstellung, ne? Mein Itch, Credits spielen, hier Credits, können wir auch nochmal, Ibrahim Özhan, Michael Grauberger ist der Spieletester und Bitowski war der Schriftanpassungsmensch gewesen. Und sonst könnt ihr hier nochmal so ein bisschen Lokalisierung, ne, gibt es auch in Türkisch, Russisch, Mazedonisch, Italienisch, Ukrainisch. So, okay, na dann, spielen, ich kenn's nicht. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier auf uns wartet. So, hey! Ich weiß, du hattest heute eine lange Schicht, ja, nach 9,5 Stunden, aber ich brauche dich nochmal auf Buslinie 666. Ja, natürlich, ja, klar. Warum macht Dave es nicht, wie immer? Er ist krank geworden, ja, sehr, sehr krank. Tatsächlich so krank, dass du dich ansteckst, wenn du ihn besuchst. Also besuche ihn nicht. Okay, also was machen wir? Wir besuchen ihn. Wie du meinst, Chef. So, benutze WASD, um den Bus zu steuern. Drücke die Leertaste, um zu bremsen. Okay. So, wir sollen auf jeden Fall nach links. Wir können auch mit S-Bremsen. Benutze AD, um dich umzusehen. Sprechen. Guten Abend. Okay. Ach so, macht er das. Okay. Können wir blinken? Nein, blinken geht nicht. Also nach Vorschrift können wir hier nicht fahren. Wir können auch die Maus nicht benutzen. Das geht echt komplett über die... Grüße, ich hätte gerne 2 Tickets, bitte. Warum nimmt er 2, wenn er allein ist? Das frage ich mich auch manchmal. Er will 2 Tickets, er kriegt 2. Drücke Enter. Danke. Du musst auch Danke sagen, Greg. Er sagt Danke. Ach, die meine Güte. Das ist gut. Das ist gut. Ja, aber das ist tatsächlich, das ist nicht mal verkehrt. Du hast manchmal wirklich so eine Stalten unterwegs, ja, um das vorsichtig zu sagen. Das ist nicht mal Hirngespinst oder so, irgendwie sowas. Oh Gott, wie siehst du da aus? Oh, ein weiteres neues Gesicht. Erlaube mir, in meiner Großzügigkeit eine Warnung auszusprechen. Kündige diesen Job, solange du noch kannst. Lieber Fahrer, entkomme den Klauen dieser verfluchten Welt, denn sie verschlingt die Seelen derer, die es wagen zu bleiben. Das passt wirklich leider wirklich, ja, als Busfahrer. Ich danke dir für den Tipp. Du kannst hier so richtig geile Horror-Szenarien erstellen, ja, mit dem Spiel. Das ist mit der Art. Oh, komm doch rein. So. Was hat denn der im Gesicht gehabt, der irgendwie da? Warst du schon? Da stand gerade einer am Fenster, hast du gesehen? Weil der war dann weg gewesen, wo der eine ausgestiegen ist. Aber ich sehe gerade, wir können Dave gar nicht besuchen. Was hat denn der da? Hey, hält dieser Bus in der Hölle?
Ja, wo immer du willst. Ja. Großartig. Wir fahren nach Wannsee. Ab in die Hölle. Oder obwohl, Oskar Lederheim ist schlimmer. Krummelanke. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Krummelanke. Okay, was war das jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Schau hinter dich. Oh nein, bitte nicht. Was? Gut gemacht, Greg. Komm, lass uns dich hier rausbringen. Ich bin maximal verwirrt. Was ist das? Du wolltest wirklich niemandem hier vertrauen. Nee, du solltest wirklich niemandem hier vertrauen. Und ich meine niemanden. Oh, wie viele Enden gibt es denn? Erwäge bitte, uns zu folgen, zu kommentieren oder zu bewerten. Gut, ich werde jetzt wahrscheinlich aber nicht alle Enden jetzt hier durchspielen. Ja. So, okay. Ja, Chef. Was passiert, wenn wir mal nicht anhalten? Oder wir verkaufen mal nur ein Ticket. Das kann man auch mal machen. Ne? Guten Abend. Sechs Enden. Wenn auch mal mehr. Grüße, ich hätte gerne zwei Tickets, bitte. Nimmst du eins? Ich wollte zwei. Okay. Hä? Kamen die jetzt schon? Ja, bla 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 bla, kündige den Job. Wir wissen's. Kann leider nicht mal schneller hier irgendwie beschleunigen oder sowas. So, zudem sagen wir jetzt, nö, wir fahren nicht in die Hölle. Da steht er hier, siehst du? Jetzt ist er weg. Oder wir fahren jetzt einfach an dem vorbei, weil da würde der jetzt nämlich einsteigen. Wir fahren mal jetzt einfach an dem vorbei. Geht das denn überhaupt? Kann ich denn überhaupt einfach an den Haltestellen vorbeifahren? Ja, das geht sogar. Ja. Okay. Gut, es triggert aber nichts. Hätte sein können, dass das dann irgendwas hier triggern muss oder sowas. Hätte ja sein können, dass wir da vorbeifahren müssen. Das ist aber eigentlich ein total simples Spielprinzip halt, ne? Das ist halt wirklich. Nichts Großes halt, ne? Das ist halt.
Hey, hält dieser Bus in der Hölle? Nein. Oh. Okay, hätte er sich damit gedacht, dass er jetzt aussteigt. Oui, 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 oui. Aha, okay. Du hast deine Schicht erfolgreich beendet und bist nach Hause gegangen. Good Ending. Good Ending haben wir. Sehr schön. Sehr gut. Ende 3 von 6. Vielen Dank, dass du... Okay. Okay. Weiter. Wir werden seinen Freund mitnehmen und wir werden nicht in die Hölle fahren. Ja, bla. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wird der einzige Part bleiben. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Falls ihr nicht schon sowieso längst abgeschaltet habt, denn... Ja, jo, bla, guten Abend. Ja, wir verkaufen dir 2 Tickets und dann werden wir nicht in die Hölle fahren. Die Frage ist, was sind die anderen beiden Endings? Weil hier geht es ja wirklich nur darum, zu interagieren halt, ne? Er will ja 2 Tickets, ja, bla. Ja, gib ihm 2 Tickets, danke. Er sagt danke, sehr schön. Und du kannst ja auch keine Haltestelle überspringen hier oder sowas, weißt du, dass du sagen könntest so. Bla. Okay. Gut, es war jetzt wohl auch nicht gruselig. Also wirklich, Nightbus war meiner Meinung nach bis jetzt die geilste Umsetzung gewesen. Haben sie richtig gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, mit Last Bus Home. Ja, das ist halt schon ein schwieriges Thema, weil das halt ja nur mal wirklich... eine Zünderhölle. Nein. Oh. Aber Nightbus hatte ja wirklich so ein paar Jumpscares drin. Also davon mehr, gerne. Gerne mehr davon. Fand ich jetzt nicht verkehrt. Okay, das war wieder gut Ending, aber diesmal war ja die Chaoten da mit drin. Okay, ja, du hast erfolgreich beendet. Bist nach Hause gegangen. Okay. Einen machen wir jetzt noch. Einer fällt mir jetzt noch ein. Also wir werden den jetzt nicht mitnehmen und werden nur den Typen mit der Hölle mitnehmen. 2 von 6 Enden gefunden. Bla. Aber ich kann eigentlich doch was anderes machen, oder? Hier kommen wir wieder raus, okay.
Ja, weil ich mal wissen wollte hier, weil wir, er sagte, wir sollen nicht zu unserem Kumpel fahren da oder irgendwas halt, ne? Also. Müssen wir wieder mit denen sprechen? So, jetzt hat man gesagt gehabt, er kriegt nur ein Ticket. Den Höllenmann nimm mal mit. Kann er nicht weiterfahren. Ach, jetzt haben wir falsch gemacht. Wollte eigentlich nicht jetzt So, jetzt darauf achten, dass wir jetzt Eintickets zu verkaufen. Ach so, ja. Ich wollte zwei. Tschüss. Und mir als Busfahrer das eigentlich vollkommen egal sein würde. Wenn der ankommt, der mit 10 Tickets, dann krieg ich ja 10 Tickets. Da fahr ich doch nicht nach, du bist alleine. Was willst du mit 10 Tickets? Ja, ich will weiterfahren. Ich, och, Mann. Wo ist eigentlich der eine Typ hin? Der steckt ja auch nicht aus. Da erinnert mich so ein bisschen an die früheren Bus-Simulatoren spielen. Weißt du, von 2006 oder sowas. Könnt ihr euch da an die ersten Bus-Simulatoren erinnern? Genauso erinnert mich das Ganze hier so ein bisschen. Ja, aber was anderes können wir gar nicht machen hier. Was denn hier, Alter? Großartig. Kann ich jetzt nicht einfach rechts fahren? Muss ja ausprobieren, ne?
Ich will nicht in die Hölle. Bock. Ja, es wäre manchmal schon hilfreich, wenn man so einen Rückwärtsblick hätte. Du hast deinen Job gekündigt, wie es der Fremde gesagt hat, und bist nach Hause gegangen. Aha. Ende 5 von 6. So, aber komm, das eine Ende nehmen wir jetzt noch mit. Okay. Das war tatsächlich witzig. Grüße. Ich war da zwei. Ja. Du machst mir keine Angst mehr. Die Zeiten sind vorbei, ja, dass du mir hier Angst machst. Warum das hier um die Ecke so rot ist? Mhm. Sagt aber auch nichts mehr anderes dazu. Okay. Ja, da steht und grinst. Großartig. Ja, wir fahren in die Hölle. Ich will nicht. Ende 4 von 6. Leute, ich glaube, wir müssen es jetzt nochmal spielen, weil das war jetzt bestimmt auch nochmal ein extra Ende, was wir jetzt gerade jetzt gespielt haben. Weil normalerweise würdest du jetzt am Telefon gehen und dann. Komm, das machen wir jetzt noch. Die, die jetzt abgeschaltet haben, die werden eh abgeschaltet haben. Und die vielleicht da. Weißt du? Die werden noch da sein. Ja? Und ich glaube ja, ob wir jetzt in diesem einen One jetzt hier nochmal machen. Das, macht die Kohle jetzt und Audio fett. So, aber dann fehlt uns ein Ende. Oh, ihn nimmt mal wieder nicht mit. Ah, das könnte vielleicht noch das andere Ende sein.
Wir nehmen ihn mit. Wir fahren zur Hölle. Und laufen dann weg. Weil er hat uns ja gerettet gehabt. Also gerettet, Anführungsstriche. Aber da sind wir ja nicht vom Telefon weggelaufen. Könnte, muss nicht. So. Doch, zu weit. Zu weit. Ja, wir fahren in die Hölle. Großartig. Aber auch nicht ausweichen. So, jetzt gehen wir ans Telefon. Vorhin sind wir auch ans Telefon gegangen, aber da hatten wir diese Crackheit bei, ne? Schau hinter dich. Okay. Ende 2 von 6. Okay. Lasst uns das wirklich jetzt nur noch einmal probieren. Wir haben mit 5 von 6 Enden. Wir sacken ihn jetzt mit ein, mit seinem Kumpel, und rennen dann aber vom Telefon denn weg. Das wäre jetzt so der letzte Durchlauf, den ich jetzt hier mache. Wenn das nicht so ist, dann habe ich Pech gehabt halt. So einfach. Ja, Grüezi. Dann hätten wir Last Home. Klar, war jetzt so wirklich klein, ne? Last Bus Home. Und den hier hätten wir dann wirklich ein Party durchgespielt. Komplett durch, mit allen Enden. Das wäre halt schon nice. So, du möchtest 2 Tickets. Ja, gib ihm 2. Danke. So, okay. Jetzt sacken wir ihn ein, schmeißen ihn raus. Und dann rennen wir, wie gesagt, dürfen wir jetzt nicht zum Telefon rennen, sondern rennen dann jetzt auch weg wieder. Zumal wir bei Last Bus Home noch das Secret Ending hatten. Da hatten wir auch 4 Enden. Ja, das kann doch nicht. Warum steigst du jetzt nicht schon mit ein? Können wir alles abkürzen. Ach ja, so ist es. Ja, großartig. Na los.
So. Und jetzt laufen wir vom Telefon weg. Jetzt gehen wir nicht zum Telefon. Alle, okay. Das ist eigentlich das letzte Ende. Okay. Ja, gut, aber so viel zu The Devil's Root. Ja. Wie gesagt, ein kleiner Indie-Titel bei itch.io für $2, also umgerechnet so 1,95 €. Schade, jetzt haben wir das letzte Ende natürlich jetzt nicht gefunden. Aber wenn ihr Ideen habt zum letzten Ende, was wir hätten vielleicht mal noch probieren können, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Kann man ja irgendwann dann, bevor man dann irgendwie im Livestream nochmal irgendwie was anfängt, dann hier nochmal schnell hinlinsen. Ihr könnt das abarbeiten. Oder wir packen es als Video einfach nochmal, so ein Schnipsel-Short oder irgendwie sowas noch hinterher. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Was hätten wir jetzt hier noch anders machen können? Würden wir vielleicht hätten das letzte Ende erreicht. Ja, und ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne Like da lassen, schreibt es gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüssi.